Hallo ihr lieben Leute da draußen und willkommen zu einem 5-Minuten-Part. Ich versuche den Part jetzt mal auf genau 5 Minuten zu halten. Das Problem ist, ich habe gestern leider den Part, den ich aufgenommen hatte, bevor ich losgefahren bin. Und Leute, ich war 3 Stunden fast unterwegs. Es war das Grauen. Ich war so froh, als ich dann endlich da war. Oh hey. Oh na toll, jetzt sind wir angezündet. Ah, schnell ins Wasser. Okay, es ist schon spät. Gut, oh, mein Schwert ist kaputt. Nice. So, ich hasse dich, Creeper. Die wollte ich dahin machen, die wollte ich dahin machen, die dahin, den dahin, Entschuldigung. Da läuft eine Spinne gerade amok. Auch okay. Ja, ich habe den Part, den ich gestern hochgeladen habe, bevor ich losgefahren bin, leider auf veröffentlicht gestellt. Was heißt, dass er um... Oh, wann habe ich die E-Mail gekriegt? Es war gegen 20.58 Uhr, glaube ich, irgendwas in der Richtung war es. Ist der Part leider online gegangen. Also sichtbar online. Was denn da heißt, ich habe keinen Part für heute. Beziehungsweise der Part für heute ist halt eigentlich der, der gestern gekommen ist gewesen. Aber weil ich jeden Tag einen Part gerne online haben möchte... Ob ich den jetzt nur vorlade oder am Tag selbst hochlade, kommt jetzt nochmal ein 5-Minuten-Part. Ich versuche den Part auf genau 5 Minuten zu trimmen. Das würde mich einfach mal interessieren, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich müsste also bei meiner Audioaufnahme, also meine Audioaufnahme 5 Minuten und 10 anzeigt, müsste ich aufhören. Weil ich genau bei 10 Sekunden begonnen habe. Weil ich dann immer einen kleinen Vorlauf habe, was das die Rauschentfernung angeht. Denn im Hintergrund sind bei mir grundsätzlich immer leichte Rauschgeräusche zu hören, weil ich mein Mikrofon relativ empfindlich gestellt habe. Kommt beim Teamspeak-Benutzen deutlich besser und beim Skype-Benutzen ebenfalls übrigens. Kann ich euch also nur wärmstens ans Herz legen. Stellt euer Mikrofon ein wenig empfindlicher ein und passt die Einstellungen anschließend beim Programm an. Also bei dem jeweiligen, was ihr nutzt. So, ist ja unterschiedlich. Das habe ich mal gehört. Ja. Ab, fuck it. Ich hab nichts gesagt. Was? Was? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ach so. Hä, jetzt muss ich ja noch einen Stream rübersetzen, ne? Ach egal. Nicht so schlimm. Ja. Nur mal so als kleinen Tipp am Rande. Ihr könnt es natürlich gerne so machen, wie ihr es lieber möchtet. Das ist ja jedem selbst überlassen. Warte mal, kriege ich. Ja, die Water Source kann ich nehmen. Nice. Hat. Plötzlich sehe ich die hier drin. Wenn ich jetzt wegnehme, dann ist das komplette Wasser weg, ne? Ja, sehr schön. That shit works fine. So, unser Leuchtturm nimmt ja langsam Höhe an. Das innen drin wird übrigens sehr lustig zu bauen. Da habe ich schon eine richtig gute Vorstellung, wie wir das machen können. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aus welchem Material wir das machen. Also ich habe die Treppe. Habe ich schon so quasi im Kopf vor mir. Und auch schon die unterste Ebene, wie wir die hier gestalten, habe ich auch schon quasi vor mir. So vor dem inneren Auge, wenn ihr so möchtet. Aber wie das Ganze jetzt nun, aus welchem Material, das weiß ich nicht so ganz genau. Da bin ich mir noch ein wenig unschlüssig. Das müssen wir dann wohl oder übel zusammen entscheiden, Leute. Naja, eigentlich entscheide ich das dann eh wieder. Also ihr schreibt es in die Kommentare, dann ist das natürlich wieder eine andere Geschichte. Ich muss jetzt, bevor ich den Part gleich beende, auf jeden Fall, ich will jetzt eigentlich nur kurz gucken, ob hier unten Fackeln rumliegen noch irgendwo. Ne, haben wir alle. Im nächsten Part müssen wir dann noch mehr Cobblestone braten. Gut, ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal, weil wir sind bei 4 Minuten 20, 22, also Audioaufnahme natürlich. Schneide ich jetzt 7 Sekunden weg. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Ihr supportet mich mit allen Sachen davon. Und ich würde mich sehr freuen. So, wir gehen jetzt noch zurück. Fratzen ein bisschen Brot. So, Yummy Yummy 1, Yummy Yummy 2. Sprinten ein wenig zurück. Sehen, dass hier der Creeper noch eine ganze Menge Shit liegen lassen hat. Hör mal auf. Ach ja, er hat uns ja ein Stück zur Seite gehüpft. Gehüpft. Ey, er hat uns gehüpft, Junge. Verrückte Mongo. Ja. So. 7, 8, 9,
Ciao.